Moin meine Lieben und willkommen zu einer neuen Runde mit Toxic Time in einer eiskalten Werkstatt. Wir haben es echt, glaube ich, knapp über 0 Grad. Ihr könnt es auch an meinem Atem sehen. Ich glaube, man sieht hier so ein bisschen den Atem, den Qualm hier so rauskommen. Ich habe heute ein kleines Video und zwar geht es um Action Camps und zwar eine ganz besondere. Heute geht es um die Insta360 One Air. Wir haben ja schon mal ein Video drüber gehabt, aber das hier ist die Kamera mit dem 1 Zoll Sensor. Also, gleich geht's los, nach dem Intro. So, wie gerade schon erwähnt, heute geht es um die Insta360 One Air, aber zwar, und zwar das 1-Zoll-Modell. One-Inch-Model. Insta hat mir wieder ein kleines Paket zugeschickt und gesagt, hier, probier die doch mal aus. Ich weiß nicht, ob du letztes Mal die Videos gesehen habe, wo ich gesagt habe, was mich an meinen Kameras gerade so ein bisschen ärgert, was die Lichtverhältnisse und so angeht mit der Bildqualität. Gerade wenn es halt mit dem Lichten alles nicht so gut hinhaut, dass es so kruschelig und alles ist. Und na, jetzt haben sie mir auf jeden Fall ein Päckchen zugeschickt, um das mal alles auszuprobieren. Das hier ist keine bezahlte Werbung. Das ist also ganz neutraler Eindruck von mir. Wir packen das einfach nur mal gemeinsam aus. Ich habe nicht nur dieses kleine Paket gekriegt oder in dem Karton war noch ein bisschen mehr drin. Wir legen das mal hin. So, hier haben wir einmal die Insta360 One Air. Hier ist noch so ein kleiner Rahmen, so ein Einsteckrahmen. Ein Mikrofonadapter. Das heißt, wir können auch diesmal vernünftig mal ausprobieren, wie das mit dem Vlogs und sowas mit diesem Ding hier funktioniert. Dann haben wir noch so einen kleinen grauen Karton. Hier ist dann so ein Selfie-Stab mit drin. Und zu guter Letzt haben wir hier noch so ein kleines Paket wieder mit den Mounts und Zubehör, um es halt an den Maschinen und alles festzumachen. Hier gucken wir nur gleich ganz kurz einmal rein. Das hatten wir im letzten Video ja auch schon mal angeguckt, was da alles so drin ist. Am interessantesten ist wahrscheinlich jetzt erstmal die Kamera und damit starten wir jetzt. Jetzt mal diese Schutzfolie ab. Jetzt haben wir hier den Karton. Lassen es so langsam rausflutschen. Das kommt. Plopp, da ist er. So, hier ist nichts weiter drin. Das hier ist nur der Deckel. Hier, hier ist die Kamera. Alter, das ist aber auch ein Klopper, wa? Das ist ein Leica-Objektiv, was hier drin verbaut ist. Ich halte mal kurz die normale Kamera dagegen. Da könnt ihr mal sehen, wenn wir so rumhalten, was für einen großen Unterschied das ist. Dieses kleine Teil hier gegen dieses Monster-Objektiv hier, das ist schon der Wahnsinn. So, Kamera erstmal kurz beiseite, die Schutzfolie lassen wir noch kurz drauf. Hier ist noch so ein kleines Kästchen, was hier eng drin ist. Hier drin haben wir Ladekabel. Einmal USB Typ C auf normal USB. Und jetzt ziehen wir hier mal das Beutelchen raus. Hier haben wir wieder diesen Rahmen zum Einklemmen für die Kamera. Hier haben wir so ein kleines Tütchen mit... Hier ist so ein Gewindeaufsatz, dass man das halt auf einem normalen Stativ befestigen kann. Und dann halt einmal hier diese Befestigungsschraube. Weiter im Karton. Jetzt ist er leer. Ja, hier ist einmal so ein kleiner Beutel mit diesen komischen Gelkugeln. Quick-Start-Guide. Schnellbedienungsanleitung. Insta360-Aufkleber. Mhm. Das hier ist ein Reinigungstuch für die Linse. Das brauchen wir jetzt auch gerade noch nicht. Was haben wir hier drin? Hier haben wir jetzt nochmal solche... diese komischen Trocknungskugeln oder hier, die die Feuchtigkeit halt rausziehen, in einer großen Tüte. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass falls man irgendwo mal das Problem wahrscheinlich mit Beschlagen oder sowas hat, dass man die ganze Kameragedöns hier reinpackt, luftdicht verschließt und dass das dann wohl irgendwie wieder, das fertig da macht. So, das heißt, wir haben hier die Kamera, bevor wir uns die gleich angucken, gucken wir erstmal, was in den restlichen Kästchen ist. So, hier haben wir ja einmal nochmal, noch so einen Rahmen. Legen wir sie mal nebeneinander. Huch, falsch rum. Ja, es gibt einen Unterschied. Und zwar der Rahmen, der hier noch mit dabei ist. Ihr seht, das hier ist der normale Rahmen, den man halt an dem Helm und alles so befestigen kann. Der hat ja hier diesen komischen Knopf zum Entriegeln, dass man diesen Deckel halt aufkriegt. Also einmal rüberschieben und dann kann man den Deckel aufmachen, um die Kamera reinzumachen. Bei dem hier sieht das ein bisschen anders aus. Der hat oben so einen Hotschuh oder wie die heißen, also diese Kameraschuhs, dass man da oben drauf jetzt hier zum Beispiel noch eine Videobeleuchtung oder irgendwas halt draufstecken kann, Blitz, was auch immer. Da haben wir den Hebel jetzt hier so ein bisschen an der Seite. Das heißt so. Ansonsten ist es der gleiche Rahmen, nur dass der halt ja diesen Kameraschuh mit drauf hat. Das finde ich schon mal richtig cool. Ich benutze ja für die Tonaufnahmen hier dieses Rode Funksystem. Dann kann man quasi hier diesen Empfänger hier oben mit draufstecken, direkt an die Kamera dran. Hat dann halt nur dieses Ding, womit ich jetzt auch gerade spreche und ist so ein bisschen freier, was so das Filmen nachher angeht. Sehr, sehr geil. Ansonsten haben wir nichts mehr groß in den Karton drin. Das heißt, wir legen den hier jetzt erstmal beiseite. Nächster Karton, das wird jetzt richtig interessant. Hier haben wir unseren Mikrofonadapter. Einfach kräftig ziehen. Oh ja, schon rausgeflogen.
Das ist es. Dieser klitzekleine Mini-Adapter, wirklich nur von USB-Typ C auf 3,5 mm Klinke. Das ist der ganz normale Mikrofonadapter. Ich glaube, es geht auch nur der Originale. Ich habe noch nicht nachgelesen, aber bei den anderen Herstellern, so wie GoPro und auch DJIs, ist es so, dass wirklich nur die Originaladapter funktionieren und auch keine von Drittanbieter groß. Was ich hier richtig super finde, ist, dass das Ding so groß ist, also so klein ist. Bei DJIs ist es ja auch nur so ein etwas kleinerer Stecker, aber gefühlt ungefähr die 4-5-fache Größe von dem hier. Und bei GoPro brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist ja so eine halbe Videokassette, die man sich mit rumschleppt. Das heißt, wir müssen dann hier bei der Kamera wahrscheinlich dann auch den Seitendeckel dann offen lassen, wie bei den anderen Kameras halt auch. Trägt das dann weit auf oder steht weit raus? Ja. Das geht. Also wenn ich die anderen Adapter reinstecke, allein dieser Kabel mit, das Kabel mit dem Winkel, das ist ungefähr das gleiche. Gut, jetzt kommt hier natürlich noch ein Stecker dran für Mikrofon. Das probieren wir nachher gleich alles mal aus. Also nur der kleine Adapter war in diesem Mini-Karton drin. Legen wir jetzt mal hier hin. Kommen wir zu diesem länglichen Paket hier. Ich bin gespannt, wie sich das Ding anfühlt. Sehr schön. Ich halt, könnt das glaube ich so sehen, ne? Steht auch drauf, Insta 360. Der Griff hier hinten, das ist mit so einem, wie so eine Art Fahrradgriff, das ist irgendwie so leicht beschichtet, fühlt sich richtig gut an. Wäre aber schön, wenn man den auch ausfahren könnte, weil so ist der ein bisschen kurz. Kann man hier irgendwie, oh, auf der Unterseite schon mal schön so eine Öffnung, dass man es auf ein Stativ aufschrauben kann. Muss man das drehen oder wie ziehen einfach mal? Oh, ja, einfach nur ziehen. Wie lang ist der? Alter Schäfer. Okay, das ist hier, kriege ich aus der Kameraposition gar nicht so aufgefangen. Ah, ich bin aber auch ein Trolli, ey. Jetzt habe ich meinen schönen Zollstock zerbrochen, weil es schnell gehen sollte. Ah, so, ich habe es aber rausgefunden. Dieser Selfie-Stick hier ist ausgefahren 1,28 Meter lang. Hier oben, ja, auch so ein Metallgegenstück. Warte mal, wir können das hier auch gleich draufschrauben, oder? So. Tada! So, jetzt kommen wir erstmal zum Interessantesten überhaupt. Also, die Kamera hat noch so einen schönen Aufkleber, den ziehen wir jetzt erstmal ab. So. Eieiei, ist das eine riesen Linse. Ist hier der Wahnsinn. Oh, hier haben wir noch eine Schutzfolie drauf. Auch weg. Hier auf dem Akku auch. Oh, was man auf jeden Fall sieht, ist hier die Kamera, die geht auch nach hinten raus ein Stück. Also die normale Standardkamera, die ist quasi bündig mit diesem Akkustück hier vorne. Und die geht noch ein bisschen nach hinten raus und na gut, das Objektiv natürlich auch. Ich halte mal zum Vergleich die normale dazu oder dagegen so. Da seht ihr, ne, das Kameramodul hier vorne, das ist hinten bündig. Und auch vorne, naja, es kommt nur ein klitzekleines Stück, na, nur dieser kleine schwarze Streifen, den ihr seht, kommt an dem Akku quasi vorbei als außenstehendes Teil. Und wenn ich das mal hier so drehe, so ist das hier ja, eine ganze Ecke mehr. Aber wie gesagt, es soll ja auch eine ganze Ecke mehr Bildqualität bringen. So, ich sammle wahrscheinlich schon wieder eine halbe Stunde hier rum und sage immer nur, ach, wie toll und wie schön und dass ich mich freue. Was ist denn jetzt genau die Kernfakten von dieser Kamera? Die soll 5,3K Auflösung haben. Das heißt, wir können 5K Aufnahmen machen. Da muss ich erstmal gucken, ob mein Rechner das überhaupt packt, diese 5K Aufnahmen vernünftig zu verarbeiten. Ich denke mal, wenn ich meine normalen Vlogs und alles mache, wird das wahrscheinlich ein bisschen too much sein, weil ich dann doch ein bisschen mehr Videomaterial habe. Da will ich garantiert meinen Rechner für killen, wenn ich das mache. An mir geht es jetzt auch nicht unbedingt hier um diese 5K Aufnahmen, sondern wir haben hier einen 1 Zoll Sensor drin, das heißt, wir sind viel, viel lichtempfindlicher und gerade wenn wir nachher so blöde Lichtbedingungen haben, wie die letzten Videos, wo ich gemacht habe, von wegen, oh, wir müssen mal langsam zum Schluss kommen, es wird dämmerig und dann wird das Bild so kruschelig und alles, das soll hiermit natürlich eine ganze Ecke reduziert und minimiert werden, dass ich halt auch, ja, gerade zu der Jahreszeit ist das hoffentlich sehr zum Vorteil, dass wir hier ein viel besseres Bild haben. Ich bin echt gespannt. Wie sieht das hier aus mit der Flow Stabilization? Also wir haben hier eine Bildstabilisierung drin, wie bei den anderen Kameras halt auch. Ich finde die Bildstabilisierung von der alten GoPro, quasi die Stufe 1, wenn man die nutzt, ist für mich momentan somit das angenehmste, wenn man beim Fahren filmt. Die Konkurrenzprodukte zum Beispiel von DJI, finde ich, dieses Rocksteady nennen die das ja, finde ich ein bisschen zu heftig. Das sieht dann nachher zu ruhig und zu fliegend aus. Deswegen bin ich da echt interessant, wo der kleine Kamerad hier jetzt einreiht mit seiner Flow-Stage-Stabilisierung, wo der so liegt und ob man das vielleicht sogar noch ein bisschen dann anpassen kann. Da bin ich echt gespannt drauf.
Vor allem werde ich mit der Kamera auch versuchen, ein paar mehr Fotos zu machen. Wenn ich zum Beispiel jetzt mit der Kamera hier, hallo, ihr gerade hier durchguckt, die hat ja auch einen 1 Zoll Sensor drin, wenn ich damit Aufnahmen mache und das mal vergleiche mit den iPhone-Aufnahmen und alles, es ist schon ein riesen Bildunterschied, gerade bei schlechten Lichtverhältnissen und sowas, was die Kamera einfangen kann oder was dann halt so ein Telefon oder was macht, was es halt nur digital irgendwie aufbereitet, das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Und hier will ich halt auch mal gucken, gerade was Fotos angeht, dass man die Kamera ist wirklich, ne, zack, ab in die Hosentasche oder denn, wenn das auch alles funktioniert, das wäre mit dem Mikrofonadapter, dass die Kamera, die am Helm dran ist, dass ich sage, mit der kann ich jetzt auch wirklich gut Fotos machen, auch in einer vernünftigen Qualität. So, man kennt ihn, er sabbelt stundenlang rum, wir schalten das Gerät jetzt einfach mal ein, aber ich glaube, ich muss mich vorher erst registrieren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. So, wir müssen mal die Sprache auswählen. Wir haben hier, ja, Englisch ist das Einzige, was ich entziffern kann. Die anderen Sprachen weiß ich jetzt nicht. Sagen wir einfach mal Haken, ist okay. Jetzt steht hier, ich soll die Insta-App laden. Das habe ich ja schon gemacht. Die habe ich schon auf meinem Telefon drauf. So, ich habe die App jetzt geöffnet. Er sagt, suche Kamera. Jetzt bin ich gespannt. So, wenn man die App schon drauf hat, wirklich nur anhalten. Er verbindet die Kamera, aber sagt mir jetzt gleich, ich muss hier erstmal kurz ein Software-Update machen. Das werde ich hier jetzt gleich kurz installieren und dann gucken wir mal, ob alles hier startbereit ist. So, einmal mit der App verbunden, wie gesagt, Software, zack, zack, ist sofort drauf. Der Akku ist nicht voll aufgeladen und ich habe auch noch gar keine SD-Karte drin. Wir werden es auf jeden Fall gleich erstmal ausprobieren, dass ich mir quasi dieses kleine Kästchen hier öffne, den Mikrofonadapter einstöpsel. Dann nehmen wir uns ein kleines Lavalier-Mikrofon. Das brauchen wir uns nämlich dann theoretisch einfach nur hier reinstöpseln. Tada! So. Das Gegenstück hier, das kleine Lavalier, stecken wir uns vorne quasi in den Helm rein und haben quasi unser Vlog-Setup fertig. Das probieren wir dann gleich mal aus. Wie gesagt, ich bin echt mega gespannt, wie das ist von der Tonqualität, von der Bildqualität, ob das wirklich vielleicht mein absolut neuer Daily Driver wird, wo ich sage, das Ding hier crasht alles. Also ich bin echt gespannt. Wie gesagt, wir werden gleich ein paar Aufnahmen machen. Bei den Aufnahmen kann ich natürlich noch nicht gleich sagen, wie die Videoqualität ist. Das werdet ihr quasi parallel dann sehen. So, jetzt haben wir in der ganzen Aufregung hier noch völlig ein ganzes Paket vergessen, sehe ich gerade. Ich lege das mal hier kurz alles beiseite. Das haben wir ja auch noch. Das müssen wir ja auch noch auspacken. So, so, so rum. Okay, der Karton ist jetzt leer. So, hier ist wieder irgendwie ein paar Montagetipps dabei. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Brustgurt, um die Kamera festzumachen. Hier haben wir so eine Lenkermontageklemme dabei. Hier haben wir noch diese Mounts zum Einklippen. Die sind identisch mit den anderen Herstellern halt auch. Dazu passen hier solche M3-Klebeteile. Hier haben wir noch so einen Verlängerungswinkelarm aus Metall. Super. Ganz viele von diesen Adapterstücken drauf, wo man quasi von GoPro auf dieses normale Stativgewinde kommt. Da haben wir hier 6 Stück von drin. So, und hier haben wir nochmal so ein Fach mit ganz vielen von diesen Schrauben und auch noch, ich glaube, 3 oder 4 von diesen Gegenklemmen, die wir nachher hier in diese Mounts halt reinstecken können. So. Fertig. Ich bin nur einfach nur absolut geflasht gerade, was alles in diesem Paket hier drin war, was dabei ist. Und ich wollte euch natürlich auch nicht vorenthalten, was alles in diesem Karton drin ist. Deswegen war das Unboxing wahrscheinlich gerade ein bisschen länger. Das, was wir jetzt machen, ist, wir werden diese Kamera erstmal in dieses Gehäuse reinpacken und danach an den Helm ranhauen. Und dann fahren wir mal eine Runde. Und ich bin echt gespannt auf die Aufnahme mit der Kamera. Wie gesagt, was dieser 1 Zoll Sensor im Vergleich zu diesen normalen Action Cams, die man so hat, bringt. Ob das wirklich ein Nährwert ist und ob wir sagen, jetzt haben wir den Oberknaller. So, schon sitzen wir auf dem Bock drauf. Ich glaube, ihr könnt das im Spiegel erkennen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgerichtet. Ich habe das jetzt, ihr könnt, falls ihr sehen könnt, die Kabel, die baumeln noch so rum. Wir haben jetzt ein bisschen abgewartet. Da vorne seht ihr, die Sonne ist kurz vorm Untergehen. Das ist normalerweise jetzt gleich die Lichtverhältnisse, die Käse sind. Wo die Bildqualität nicht so gut stimmt. Aber noch so geht es jetzt auf freier Fläche. Haben wir hier noch wunderbar genug Ausleuchtung eigentlich auch. Aber wir machen es eigentlich ein bisschen interessanter. Wir fahren gleich so ein Waldstück durch. Gerade da ist es, wo es mir immer auffällt bei Kameras, wo das Bild total anfängt zu rauschen und einfach echt mies ist. Nicht wundern, ich habe den Bildstabilisator mit Absicht nicht eingeschaltet, weil ich einfach mal gucken wollte, wie ruhig das Kamerabild dann quasi ohne die Stabilisierung ist, wie sich das so verhält. Und damit ich wirklich quasi auch das sehe, was 1:1 so aufgenommen wird. So, wenn wir jetzt hier um die Kurve rumfahren, ihr seht schon, wir fahren jetzt der Sonne entgegen. Heute ist total trüb und diesig. Es war auch den ganzen Tag über echt neblig gewesen, also da hat das irgendwie gar keinen Sinn gemacht. Aber ich wollte ja auch, wie gesagt, wissen bei der Kamera, wie ist das bei schlechten Lichtverhältnissen. Da vorne biegen wir gleich ab
und gehen nochmal in den dunklen Wald. Und da werden wir auf jeden Fall gleich das Ergebnis sehen. So, und hier vorne, hier machen wir jetzt mal kurz, das sieht schön dunkel aus. So, wir halten hier jetzt einfach mal in die Sreglara an. So, guck mal, wir jetzt, wir machen jetzt mal gut zu Fuß uns auf den Weg. So, hier ist wenig Licht und ich muss hier echt sportliche Aktionen leisten. Aber ich glaube, hier kann man ganz gut erkennen, weil wir haben ja jetzt hier Äste und diesen ganzen Kram, ob die Details alles so zu sehen sind. Es ist noch nicht ganz düster, das ist mir klar. Aber wie gesagt, hier merkt man eigentlich schon gerade bei diesen Action-Camps, dass da so langsam die Bildqualität echt leidet. Wenn ihr eine echt gute hat, seht ihr auch, wie dreckig die Karre gerade ist. Die letzten Tage habe ich ein paar Wege genommen, die nicht ganz so sauber waren. Ich hoffe, der Ton macht auch so mit. Ich fahre nach vorne nochmal in das Waldstück rein, weil das hier ist ja ein bisschen dünn von den Tannen her. Vor allem, ich habe die Kamera ehrlich gesagt schon fast gerade geschrottet gehabt. Ich hatte das alles quasi vorbereitet gehabt, um die Kamera in diesen Rahmen reinzukriegen. Da muss man diesen Objektiv... Oh, hier ist gut. Oh, das ist gut. Um die in diesen Rahmen reinzukriegen, der habt ihr gesehen, dieses Runde hier, dieser Objektivschutz oder was das ist, dieses Glas, ist ziemlich groß. Das passt halt nicht durch diesen Käfig quasi durch. Das kann man aber einfach abschrauben. Abschrauben, dann in diesen Rahmen reinmachen und dann wieder vorschrauben. Das ist, denke ich mal, dass man es abnehmen kann, auch der Grund, warum da diese komischen Trocknungsperlen dabei waren. Die Sonne ist da hinten. Wir gehen jetzt da rein. Ihr seht schon, da hinten ist es düster. Zumindest sehe ich, dass es düster ist. Wie es mit der Kamera ist, weiß ich nicht. Und bin echt gespannt, wie das nachher mit dem Bild ist. Obwohl, ob der Ton überhaupt drauf ist und alles. So, haben wir hier jetzt schönes Bild oder haben wir Kruschel? Keine Ahnung, ich sehe es jetzt beim Schneiden nachher. Ja, ein kleiner Real-Life-Test. Wie gesagt, die Bildstabilisierung, das probiere ich beim nächsten Mal aus. Dann kann ich auch mal ein bisschen vergleichen, vielleicht mal die Kamerabilder direkt nebeneinander legen alle. Aber heute geht es ja erstmal nur um die Kamera überhaupt zu zeigen, was es mit dem Ding auf sich hat, was alles so dabei ist. Ich hau den Link von der Kamera unten in die Videobeschreibung rein. Das ist der erste Link quasi unter der Beschreibung und dann könnt ihr danach gucken, da stehen auch alle technischen Details, weil ich garantiert, ich habe nicht mal ansatzweise das erzählt, was diese Kamera alles kann. Und bevor ich das alles auch wirklich komplett nutzen kann, anwenden kann und sowas, das wird wahrscheinlich auch eine Zeit lang dauern, weil ich muss mich da jetzt erstmal reinfuchsen. Wie gesagt, das wird die nächsten Male, werde ich das jetzt immer so zwischendurch mal ein bisschen ausprobieren, die Kamera nochmal mit rein in die Videos und ich bin wieder erstmal aufs Ergebnis. Echt gespannt, wie das sich nachher alles so am Rechner widerspiegelt, wenn ich mir das so angucke. Vielen Dank an Insta, dass ihr mir das alles zur Verfügung gestellt habt, damit ihr mir das hier ermöglichen könnt, damit ich das alles ausprobieren kann. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben, gerne auch über einen Kommentar. In diesem Sinne sage ich wie immer, ciao und haut rein mit Toxic Time.